Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind immer noch in Schnittermark und ich bin jetzt mal vorsichtshalber nicht hier aus diesem Tempel von Knorka rausgegangen, weil wir ja noch keine neue, ich schaue auch noch mal eben, dass ich hier nichts verpasst habe, weil wir noch keine neue Quest erhalten haben und das normalerweise ja immer da ist, wo man eben als letztes war. Aber auch hier sehe ich jetzt gerade keine Quest, die ich. Also ich sehe zwar eine Quest, die ich annehmen kann, aber ich sehe keine Folgequest, was mich jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil normalerweise hätten wir die jetzt irgendwo finden müssen. Leider markiert er mir die auch nicht. Doch, bei mir auf der Karte. Staub im Mondschein. Hier unten ist noch eine am Wegschrein. Wenn wir doch mal eben zu dem Wegschrein unten reisen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil in der Regel ist es ja so, also eigentlich bisher immer so gewesen, dass man direkt eine Folgequest dann von der Hauptstory erhält. Schauen wir mal. So, wir sind jetzt hier unten am Wegschrein von Mondhöhe und finden wir hier eine Folgequest? Ja, wir finden eine. Also für alle die, die jetzt hier weitermachen wollen mit der Hauptquest. Hier in Mondhöhe, was glaube ich, geht's weiter. Ihr habt die Geduld eines Kätzchens, das sich mit Mondzucker vollgefressen hat, Kali. Shaza ist froh, euch wiederzusehen, meine Freundin. Kali wetzt schon die Krallen. Sie hat die Nase voll von diesen Dromatra und hungert nach größerer Beute. Größere Beute? Wir jagen die dunkle Mähne, die sich in Mondhöhe eingenistet hat. Ihre Legionen sind aus der Tiefe emporgequollen und haben die meisten Mönche getötet. Und die Leuchtfeuer, die diesen Ort als heiligen Boden markieren, haben sich verdüstert. Sie versorgen einen Schutzzauber mit Energie, der das Tor des Tempels verschlossen hält. Wie lautet der Plan? Bringt dieses Gebet zu den hellen Monden. Wir müssen zu den Leuchtfeuern gehen, den großen Pfeilern und den Tempel. Dort werden wir beten. Wir läutern die Leuchtfeuer und vertreiben so die Dunkelheit. Geweihte, ich weiß, dass wir es gemeinsam schaffen können. Was sagt ihr dazu? Ich sage, wenn ich sehe, wie du hier dein Näschen und dein Mäulchen bewegst, dass ich dich am liebsten streicheln würde. Aber jetzt nicht. Ne? Also wie eine Katze halt. Ich sage, packen wir es an. Wir treffen euch bei den Leuchtfeuern. Bis dann, Geweihte. Okay, bis dann. So, ach, die Sache war das. Ja, da müssen wir jetzt erstmal wieder durch diese ganzen Dinger hier durchreiten. Das ist, glaube ich, so ein Leuchtfeuer hier. Oder? Hilfe. Ich bleib hängen. Hallo? Ich bete immer noch. Also hier so ein kleiner Trick 17, der leider nicht immer funktioniert. Reitet einfach an jemanden vorbei und in der Regel werden die euch nach einer Weile in Ruhe lassen. Hier ist es jetzt ganz blöd, weil das aus doppeltem Grund nicht funktioniert hat. Zum einen die hier lassen einen nicht in Ruhe, weil die jetzt direkt hier dran stehen natürlich. Und der andere wurde durch irgendwas getriggert, keine Ahnung. Soll ich jetzt mit dir sprechen oder soll ich später mit dir sprechen? Brauche ich hier deine Hilfe? Geweihte, diese ist froh, dass ihr hier seid. Dieses Leuchtfeuer ist stark in seiner Verderbnis. Es strotzt nur so vor den Energien der Dromatra. Schatza muss die Reinigung durchführen. Warum müsst ihr das tun? Ihr seid mächtig, meine Freundin. Aber Schatza hat große Erfahrung im Umgang mit den dunklen Energien hier. Sie muss es sein, die sie zerstreut. Außerdem wird das Ritual zweifelsohne Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ihr müsst Schatza bei ihrer Arbeit beschützen. Na gut, machen wir das. Ich werde euch beschützen. Sie haben es auf das Leuchtfeuer abgesehen. Hallo? Noch jemand? Hallo?
Gegner. Vorbei. Mach mal ein bisschen schneller hier. Achso, ich kann mit dir reden. Oh. Nee, ich kann nicht mit dir reden, hä? Das ist anscheinend wirklich verbuggt. Also es kommt ja jetzt auch gar keiner mehr. Soll ich so lange... Da sind noch mehr von ihnen. Ich wollte gerade noch sagen, soll ich so lange schon mal zu den anderen gehen oder zu den anderen Leuchtfeuern? Es ist geschafft. Danke, Geweihte. Wir treffen uns am Tempeleingang. Ja, kein Thema. Ich habe ja quasi nichts gemacht. So, du kannst dir mal die Leichen ansehen, die ich hier hinterlassen habe. Der kam zu spät. Ja, da bin ich jetzt natürlich direkt durch. So wollte ich hier nicht rumreiten, aber so geht es auch. So, hier muss ich... Ich wollte nur sicherstellen, dass ihr gut geschützt seid. Geht voraus, Geweihte. Ach, sie hat gerade damit gekämpft. Ich dachte, es war ein Spieler. Gute Arbeit. Wir sehen uns am Tempeleingang. Ja, danke, danke. Der ist ein bisschen weiter unten. Das heißt, oh, ja, spring bloß nicht, wenn ich schon mal was Wasser springen will. Das heißt, dass wir hier durch müssen. Und hier einmal. So. Dann können wir jetzt zum Tempel hoch. Allerdings stehen da noch Leute davor. Oder auch nicht, weil hier irgendjemand rumgeht. Doch, hier oben steht nur einer davor. Ja, ich hasse es, wenn man läuft und man bleibt hängen. Kommen die noch? Nee, Funke ist so. Funke kommt ja so ganz ruhig. Ja. Gegner haben wir keine gezogen. Ich komme mal rein. Da die Leuchtfeuer gereinigt sind, ist dieser Schutzzauber nur noch ein Ärgernis. Schatza bereitet sich darauf vor, ihn zu zertrümmern. Jetzt muss man dazu sagen, das kann auch trügerisch sein. Ne? Also Funke ist auch schon mal so, wie jetzt so ganz gelassen daher gelaufen, beziehungsweise gegangen. Und ich habe trotzdem so eine Horde hinter mir gehabt. Was muss ich tun? Ihr habt hier euren Teil schon getan, Geweihte. Tretet einfach zurück und lasst sie ihre Arbeit machen. Schatza, was ist geschehen? Das Ding war stärker, als es aussah. Das wird schon wieder. Lasst uns hineingehen. Na gut. Nicht ohne mit dir zu reden, glaube ich, oder? Nee, er ist immer noch beim Schutzzauber. Och. Lasst mich rein. Hi, Funke. Mit dir wollte ich gerade nicht sprechen. So, aber da steht, erkundet den Tempel und wir müssen zur Mitte hin. Achso, wir sollen durch die Tür. Dann ziehen wir einfach mal alle hier hin. Der Rest auch noch? Der Rest hat keine Lust mehr. Okay, gehen wir einfach weiter. Bleibt dran, Geweihte! Ach, dieses Rätsel. Ich hab's gehasst, glaube ich. Noch eine Barriere. Schatza kann sie zerschmettern. Dunkle Monde. Diese ist ja noch stärker als die draußen. Mondhöhe sollte eigentlich das Herz des Mondlichts in Schnittermark sein. Stattdessen sind wir umgeben von Dunkelheit. Tarn und die dunkle Mähne wagen es, Tempelboden zu betreten. Blasphemien gegen den Tanz der zwei Monde. Und Verderbnis erklimmt die Mauern von Mondhöhes innerer Kammer. Wie kommen wir hinein? Die Überreste der dunklen Mähne haben die Altäre von Massar und Sekunda beschädigt. Sie kriechen zwischen den Steinen hervor und recken sich nach jedem Lichtstrahl, um sich an ihm festzuklammern.
Die Finsternis der Dromatra breitet sich langsam von ihrem Heim jenseits aller Grenzen aus, um alles auszulöschen, was sie berührt. Ja, ich weiß. Ich frage, wie wir an dieser Tür vorbeikommen. Ah ja. Jeder der drei Altäre ist eigentlich an eine der Mondphasen angepasst. Ihr müsst einfach das Licht neu bündeln. Schleudert die Dunkelheit zurück und fordert Stolz. Das sollte euch erlauben, die Tür zu passieren. Woher wissen wir, wie die Altäre ausgerichtet werden sollten? In den alten Zeiten sangen die Inschriften und Verzierungen an den Wänden vom Tanz. Kostbare Steine in reich verzierten Plaketten sprachen zu Maser und Sekunda. Der Zahn der Zeit zeigte diesen Verzierungen wenig Gnade. Aber dennoch könnten sie noch zu euch sprechen. Vielen Dank, Erste Mene. So, man hat jetzt kein Wort verstanden, außer dass wir an den Wänden nachgucken sollen, wie wir das Ganze ausrichten sollen. Also, hier haben wir zwei Bilder. Ich glaube, die an den Wänden hingen, waren richtig. Die Frage ist nur, wie rum muss ich das drehen? Aktivieren heißt doch benutzen, ne? Also ändern, oder? Genau, da muss der Kleine unten sein, der Große oben. Aber nicht so. Abgesehen davon, dass es immer noch falsch rum ist. Okay, jetzt verwirrt ihr mich auf jeden Fall, weil das ist nicht das. Moment, das waren die drei, dann gibt es da ein Bild, da ein Bild. Ach, das ist immer das, was fehlt, ne? Ah, okay. Ja, ich glaube, ich weiß wieder, wie das ging. Ich meine, man musste immer auf das Bild achten, was fehlte. Wobei das ja auch nicht das ist, was da hinten drin ist, nebenbei bemerkt. Aber es ist nur genau andersrum, ne? Es ist halt das Große da drin. Und hier fehlt das mit dem Mond nach links. Aber wir haben doch vier. Hier fehlt auch wieder das andere. Und hier fehlt das wieder mit dem Mond nach links. Das Problem ist halt eben, wir haben vier. Ja. Es ist so lange her, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Oh, da können wir noch was einsammeln. Nein, ich lasse mich nicht ablenken, wenn ich solche Rätsel mache. Nein, nein. Immerhin war es Mondstein. Der gibt mir jetzt die innere Kraft, mich darum zu kümmern. Also, das hier heißt wahrscheinlich, dass das nicht beachtet werden soll, weil es hängt noch da. Vermute ich jetzt mal einfach. Dementsprechend ist das dann wahrscheinlich das, was nach links zeigt. Aber sicher bin ich mir nicht, das ist alles nur eine Vermutung. Und das, was... Obwohl, das zeigt auch nach links. Ha. Ich bin mir echt nicht sicher. Okay, das war's auch nicht. Ich meine, das ist so unlogisch. Ich meine nämlich, man muss sich daran orientieren, welche hängen. Aber weil hier ist... Moment. Achso, da ist gar nichts mehr drin. Hier ist ja eins auf dem Boden. Das sollte ja eigentlich hier rechts hängen. Und da habe ich jetzt gedacht, dass das da hinten ist, was eben fehlt. Hier hängt zum Beispiel gar nichts, aber hier hängen ja alle drei Dinger dran. Also ignoriert man das hier. Ach nee, das ist runtergefallen. Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal eben mit dem
Mit den zwei Runden rechts und links und in der Mitte dann das andere. Aber die Logik dahinter würde ich dann ehrlich gesagt nicht verstehen. Ja, das ist das Falsche. Muss ich nochmal eben umstellen. Oder Symbol... Ach nein. Ich bin doof. Ja, jetzt könnt ihr mich total für bekloppt erklären. Ich glaube, dass die alle drei nämlich gleich sind. Ja, ich weiß, dass die alle drei gleich sind. Das heißt, wir müssen die genauso hier reinmachen, wie sie auch da hängen. Nur halt spiegelverkehrt quasi. Die Altäre sind ausgerichtet, ja, ja. Die Dunkelheit vertrieben. Zerstört die Barriere, Schatzer. Lasst uns das erledigen. Also, um das nochmal... Hinter dir, Schwester. Um das nochmal ganz kurz zu sagen. Links ist das, was jetzt... Sieht man das noch? Ja. Was jetzt da hinten ist. Dann hier das in der Mitte. Das war ja das mit den großen Runden. Das ist das, was jetzt hier ist. Und hier das rechte. Das ist quasi das, was jetzt hier ist. Also nur einmal nach unten geklappt sozusagen. Ich war gerade völlig auf dem falschen Trichter. Keine Ahnung, warum. Hallo? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Er sollte eigentlich hier drinnen sein. Jetzt gehört ihr mir, Champions. Pali, pass auf! Was? Hallo? Das war aber nicht so geplant. Mit ihr, erste Mähne. Geweihte, ich sehe, wie sich das Licht des Tanzes in euren Augen spiegelt. Jone und Jode lächeln auf euch herab. In dieser schweren Stunde sind sie bei euch. Ihr müsst euch entscheiden. Entscheiden? Euch begleiten zwei Lichtfünkchen in der Dunkelheit. Kali und Schaza sind wahrlich die Mond-Champions. Eine wird weiterziehen, um so hell zu erstrahlen wie Jone und Jode. Die andere wird sich hier in der Verderbnis unter Mondhöhe winden, verkümmern und verrotten. Ich verstehe nicht. Was sagt ihr da? Ihr seid die Mondgeweihte. Es ist eure Bestimmung, diese Entscheidung zu fällen. Eine wird mit euch gehen und auf dem Pfad der zwei Monde wandeln. Sie wird die nächste Mähne werden. Die andere wird die dunkle Mähne hier festhalten und auf ewig in der Finsternis bleiben. Das müsst ihr mir erklären, Rittar. Rittar wird euch sagen, was er kann. Aber wisst, dass die Entscheidung bei euch liegt. Ihr müsst mit eurem Herzen, eurem Verstand und eurer Seele wählen. Ich muss eine der Anwärterinnen auswählen, um die dunkle Mähne zu binden. Ihr sprecht es so aus, wie es ist. Sie wird hier bleiben, als Gefangene in der Finsternis. Nur durch die Stärke in ihrem Herzen und die Weisheit in ihrem Geist kann das Übel, das die dunkle Mähne ist, weggesperrt bleiben. Warum muss es so sein? Warum muss die dunkle Mähne weggesperrt bleiben? Ihr habt es doch selbst gesehen, Mondgeweihte. Die Zerstörung, bei der feste Grimm wacht. Solcherlei Dinge werden möglich, wenn eine dunkle Mähne die volle Kontrolle über ihren Wirt gewinnt. Wenn der Wirt und die Dunkelheit eins sind, dann wird die Dunkelheit wahrlich schreckenerregend. Können wir sie nicht einfach vernichten? Die dunkle Mähne ist eine Kreatur der Dunkelheit. Ein Wesen von jenseits der Sterne. Der einzige Weg, sie wirklich vollständig zu vernichten, besteht darin, sich an einem dieser Orte jenseits aller Grenzen zu stellen. Doch hier und jetzt kann nur einer der Champions sie aufhalten. Macht die Welt sicher vor diesem Übel. Rittar,
Könnt ihr mir bei meiner Entscheidung helfen? Nein, Geweihte. Dies muss allein eure Entscheidung sein. Sprecht mit den Champions, wenn ihr denn müsst. Hört euch an, was sie zu sagen haben, ehe ihr einen Entschluss fasst. Doch ihr müsst diese Entscheidung ganz allein treffen. Ich hasse euch, Rita. Wo sind die hin? Ach so, die stehen jetzt wieder frei. Geweihte, Schatza kann diese Dunkelheit nicht zurückhalten. Ihr fehlt die Kraft. Wählt mich, diese Last zu tragen. Bei dem ersten stimme ich zu, ne? Können wir über diese Angelegenheit reden, Kali? Stellt mir alle Fragen, die ihr mir stellen müsst. Bringen wir diese ganze Sache hinter uns. Was würden eure Eltern denken? Vater sprach ständig davon, wie brillant Schatza zaubern kann. Einmal hat sie gezaubert und der ganze Himmel erstrahlte hell erleuchtet. Sie waren beide so stolz auf sie. Ich bin sicher, sie würden wollen, dass sie die Mähne wird, um unser Volk anzuführen. Wenn ihr die Mähne werden würdet, was würdet ihr dann tun? Ich würde mit strenger Hand und tapferem Herzen führen, wie meine Mutter es mich vor all diesen Jahren gelehrt hat. Ja, ich gehe jetzt mal vorsichtshalber heraus. Ich will jetzt hier nichts triggern. Geweihte, Kali ist nicht auf das vorbereitet, was hier erforderlich ist. Wählt mich, um die dunkle Mähne gefangen zu halten. Können wir über diese Angelegenheiten reden? Natürlich, Geweihte. Ich werde alle Fragen beantworten, wenn ich euch eure Entscheidung damit erleichtern kann. Was würden eure Eltern denken? Mutter war immer so stolz darauf, wie Kali die Klinge führt. Sie durfte den anderen Kindern alle Übungen vormachen. Ich bin sicher, sie hätte gewollt, dass Kali die nächste Mähne wird. Sie ist weitaus stärker und tapferer als ich. Sie ist eine bessere Anführerin und eine stolze Kriegerin. Wenn ihr die Mähne werden würdet, was würdet ihr dann tun? Ich würde versuchen, mit Weisheit zu führen, wie es uns die Mönche lehrten und wie es mir von meinem Vater beigebracht wurde. Das macht meine Entscheidung nicht einfacher, aber ich meine, aufgrund des Satzes, den sie am Anfang gesagt hat, dass ich mich jedes Mal für Kali entschieden habe, weil sie körperlich auf jeden Fall die Stärkere ist. Und weil ich mir immer gedacht habe, es ist natürlich besser, irgendwo ein Volk, sage ich jetzt mal, mit Weisheit zu führen, als mit einem schweren oder mit einem Schwert halt. Weil Schwerter führen zu Krieg. Krieg kann keinen Frieden hervorrufen. Es sei denn natürlich, dass man sich aus der Tyrannei befreit. Dann hat man ja erstmal so eine Art Frieden. Aber Schwerter sind halt, oder Gewalt ist halt nie die Lösung, ist nie die Antwort. Und wenn einer wirklich an die positive Zukunft glaubt von einer Menschheit, ein Volk, wie auch immer ich das jetzt sagen soll, dann wird er definitiv mit Weisheit regieren und nicht mit dem Schwert. Und wird den Leuten auch nichts aufdrängen oder sonst irgendetwas, sondern wirklich mit Weisheit regieren. Und deswegen Geweihte, Schatza, wählen wir Kali. Kann diese Dunkelheit nicht? Ja, Geweihte. Schatza ist brillant und talentiert. Aber ich glaube nicht, dass sie die körperlichen Strapazen erdulden kann, diese Dunkelheit nicht aus ihr hervorbrechen zu lassen. Ich habe die Stärke und den Willen, diese Bürde auf mich zu nehmen. Also würde Shazar die nächste Mähne werden? Ja, Shazar ist viel besser geeignet, unser Volk anzuführen. Sie hat so lange und so fleißig dafür gelernt. Sie weiß mehr über die hellen Monde und kann viel besser mit den Leuten umgehen. Sie sollte führen und ich sollte bleiben. Keiner von euch sollte bleiben. Aber dieses Scheißspiel lässt mich ja nun mal entscheiden, anstatt einfach zu entscheiden, dass keiner hier bleiben muss. Hab Dank für euer Opfer, Kali. Schwester, denke bitte noch einmal darüber nach.
Es muss so sein. Schwester, wein nicht um mich. Diese Kreatur ist jetzt eingeschlossen. Geh fort von hier, Schwester. Ich kann wirklich nachempfinden, wie traurig sie jetzt ist. Kali, warum? Verdammt diesen Javad Tarn ins Reich des Vergessens. Ich werde ihn kriegen, Schatzer. Ich werde sie nicht so leiden lassen, Geweihte. Niemals! Wir beide werden gemeinsam auf dem Pfad wandeln. Wir werden Tarn vernichten. Und danach kehre ich mit den mächtigsten Gelehrten in ganz Tamriel zurück. Zusammen werden wir meine Schwester von dieser Qual erlösen. Und ich stehe da voll und ganz hinter dir und hoffe, dass das auch so funktioniert. Ja, wir erhalten eine gestärkte einhändige Keule vom Set Seelenschein und einen Fertigkeitspunkt. Und weg war sie. Ich würde sagen, dass wir dann damit erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge, ja, vermutlich auf der anderen Seite des Portals wiedersehen oder hier direkt wiedersehen. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich den Cut machen werde. Und ja, ehrlich gesagt, ich hasse solche Situationen. Ich mag beide unheimlich gerne vom Charakter her und zusammen wäre eigentlich das Zauberwort gewesen, dass sie zusammen herrschen sollen. Und vielleicht nicht unbedingt eine mehr Entscheidungsgewalt als die andere. Problematisch wird es natürlich, wenn beide verschiedener Meinungen sind. Da ist dieses Zusammen immer ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich wäre es zusammen natürlich am besten gewesen. So wie ich es schon von Anfang an gesagt habe. Und naja. Zenimax wollte das mal wieder nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!